Der letzte Tag des Trainingslagers des TSV 1860 München endet mit dem Testspiel gegen den Linzer ASK. Und während die Mannschaften sich unten schon bereit machen, wollen wir den Blick werfen auf die Aufstellung von 60 München. Der 1 Marco Hiller, Mannschaftskapitän, die 4 Jesper Verlat. Wir spielen mit der 5 dem Gastspieler Alex Mankowski. Die 9 trägt Albi Frenetzi, 11 Fabi Greilinger, 17 Tim Kloss, 19 Finn Lakenmacher, 23 Devin Zür, mit der 27 Mansur Odo Takba und die 35 trägt Michael Glück. Und kurzfristig in die Aufstellung gerutscht die 37 Marlon Frei Linz. Sehen wir nochmal in der Wiederholung. Da der Abschluss. Da rutschen Sie erstmal den Stadionsprecher hier einmal schreien. Und dann schauen wir auf die Wiederholung. Hier toller Ball an Michi Glück vorbei. Und dann ist es Geuginger, der Marco Hiller überwindet. Da könnte es sein, dass Fabi Greilinger durchspielt. Ansonsten wird Maurizio Iacobacci hier großflächig austauschen. Die offizielle Spielzeit der ersten Hälfte abgelaufen. Syr und Frenetzi sind hier unterwegs in Richtung Eckfahne. Eine Dame mit Hund ist unterwegs Richtung Ball. Wird den auch jetzt hoffentlich gleich wieder rübergeben und dann ist der Ball schon da. David führt aus, kurz auf Albi. Der bringt die Flanke in die Mitte und haben wir jemand, Finn Lackenmacher, rutscht der Ball über den Schalter zu Marlon Frei. Wieder wird der Ball in den 16er geschlagen. Jesper Verlat. Gibt es nochmal Foulelfmeter für den LASK. Michael Glück da ganz klar mit der Berührung versucht an den Ball zu kommen. Und die 8, Peter Michol, wird sich versuchen am Elfmeter gegen David Richter, 88. Spielminute, und Treffer wäre hier natürlich ohne Frage die endgültige Entscheidung. Wir sehen ihn anlaufen, Richter entscheidet sich für die falsche Ecke, Ball direkt neben dem Pfosten platziert, und dann verabschieden wir uns hiermit aus Windischgarsten. Nach dem 0:3 gegen Rietz unterliegen die Löwen 0:2 gegen Linz. Danke für euer Interesse.